willkommen zu Ask Ingolf, der Saatkorn-Podcast-Serie zum Thema künstliche Intelligenz mit Ingolf Tietz und Gero Hesse. Hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Special Ask Ingolf, das zweite Mal künstliche Intelligenz mit Milch und Zucker Gründer und Vorstand Ingolf Tietz. Ingolf, herzlich willkommen. Hallo Gero, schön wieder hier zu sein. Ja, ich darf dumme Fragen stellen, du darfst schlaue Antworten geben. Diese Aufteilung gefällt mir sehr, sehr gut. Nachdem wir in der ersten Folge zum Thema KI bei Ask Ingolf ja eigentlich so einen Einstieg ins Thema gemacht haben, wollen wir uns heute so ein bisschen über das Thema Sprache unterhalten. Warum ist Sprache eigentlich für das ganze KI-Thema so essentiell wichtig? Naja, ich würde sagen, das liegt so ein bisschen am Menschen, weil unsere Hauptverständigungsmethode ist nun mal Sprache und auch entweder gesprochenes Wort oder gelesenes, geschriebenes Wort. Und man kann, glaube ich, nicht von einer künstlichen Intelligenz sprechen, wenn die zum Beispiel nur Bilder machen könnte, sondern das Entscheidende ist, dass er halt auf sprachlicher Ebene mit einem kommunizieren kann. Und deswegen ist das so ein bisschen, sag ich mal, als das dann jetzt richtig losgeht mit generativer AI, war das auch so ein bisschen der Schlüsselmoment, wo KI dann nochmal stärker in das Bewusstsein auch der breiteren Bevölkerung getreten ist. Naja, genau. Also ich stelle mir immer so laienhaft vor, KI ist ja kein wirklich neues Konstrukt. Da hatten wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen. Aber in den Mainstream kann sowas natürlich erst dann rutschen, wenn viele Menschen relativ unkompliziert KI nutzen und einsetzen können. Ne? Und da spielt die Sprache halt eine grundlegende Bedeutung. Für Menschen, die schon lange mit KI unterwegs sind, ist es ja gar nicht vielleicht die menschliche Sprache in erster Linie, sondern irgendwelche Computersprachen, die diese Rolle bisher eingenommen haben. Ist das richtig? Ja, ich glaube, das waren so verschiedene Sachen. Also die ersten Anwendungen, die man hatte, waren so in der Bilderkennung ganz stark. Also dass man daraus dann sehen konnte, ist das auf dem Bild Hund, Katze, Maus. Und dann der nächste Schritt war dann tatsächlich schon, so ging das in das Thema Übersetzungen rein. Also kann ich mit Hilfe von KI dann Übersetzungen machen jetzt in letzter Zeit? Und dann, glaube ich, eins der Schlüsselelemente oder Momente war so ungefähr 2017, da ist so ein Thema aufgekommen, da hat Google ziemlich stark oder ein Paper veröffentlicht zu Attention oder Self-Attention heißt das. Und seitdem ist da das ganze Thema Spracherzeugung beziehungsweise also Language Understanding oder Language Processing eigentlich ein Riesenthema geworden. Denn jeder Chatbot und alles, was wir jetzt heute haben, basiert im Prinzip darauf. Okay, jetzt kann man ganz viel ja lesen über Language Models oder Large Language Model, LLM abgekürzt, was eine ganz grundlegende Bedeutung hat. Wie ist das dazu gekommen und was ist überhaupt so ein LLM? Im Prinzip bedeutet das nur, dass das ein System ist, was halt auf einer Unmenge an Trainingsdaten beruht. Und wenn man sich mal ansieht, zum Beispiel das inzwischen bekannteste ist ja ChatGPT, also generativ Pre-Trained Transformer, dafür steht das, von OpenAI. Es gibt aber noch andere. Es gibt das jetzt umbenannte Google Gemini. Es gibt Llama von Meta. Also es gibt mehrere und da kann man so, wenn man sich so ein bisschen ansieht, wie groß die wirklich sind. Ich glaube, GPT in der 3.5er-Version hat um die 175 Milliarden Parameter. Also es sind so Gewichte an den Funktionen in den neuronalen Netzen. Das ist schon echt groß. Und ich glaube, den Erbauern dieser Netze gehen so langsam auch die Daten aus. Also das ist wirklich mit mehr oder weniger dem ganzen Internet trainiert worden inzwischen. Deswegen Large Language Model, weil da wirklich alles drin ist, was man hat. Deswegen kann man auch so leicht damit irgendwelche Übersetzungen machen oder versteht im Prinzip fast alle Texte. Bei dem GPT wissen wir ja, das hängt so, glaube ich, anderthalb Jahre hinterher, was die Aktualität des Internets angeht. Aber das ist, glaube ich, auch schon bald wieder aufgebraucht.
Das heißt, diese Zeitrhythmen, dass ChatGPT jetzt als Beispiel das Internet komplett versteht, werden kürzer. Das heißt, du gehst davon aus, in einem Jahr sind das nicht mehr anderthalb Jahre Lag, sondern ein kürzerer Zeitraum. Das ist, glaube ich, einfach nur eine Frage der Rechenkapazität irgendwann und dessen, was man da parallelisieren kann für die Trainingsmethoden. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Abstände mit zunehmender Rechenpower auch immer kürzer werden. Und solche Firmen wie Nvidia sind im Moment nicht umsonst so hoch bewertet. Oder andere wie Google und ich glaube OpenAI hat da auch ähnliche Pläne, wollen ihre eigenen Prozessoren bauen, um einfach dieser Rechenkapazität da Herr zu werden. Das Ganze hat natürlich auch einen ganz schönen Energiefootprint, was uns das alles kostet. Aber die Abstände werden mit Sicherheit kürzer werden. Ja, also es ist ja interessant, wir hatten ja letztes Mal darüber gesprochen, dass die Grundlagen der ganzen KI-Thematik schon lange, lange zurückliegen. Du hast damals vor einem Monat in den 50er Jahren angefangen eigentlich. Jetzt kann man über verschiedene Sprachmodelle ja auch im Internet lesen. Also ich habe irgendwie auch ein bisschen recherchiert, das ELIZA-Sprachmodell 1966 am MIT vorgestellt. Also das ist auch nichts Neues, worüber wir jetzt hier reden. Das ist eigentlich nur die Weiterentwicklung auf einer deutlich größeren Datenbasis, oder? Naja, nicht ganz. Also es sind tatsächlich neue Methoden entwickelt worden in den letzten Jahren auch. Also Google hat, glaube ich, sein BERT, heißt das Ding, das ist der bidirektionale Encoder als Representation from Transformers, das ist die Abkürzung dafür, ich glaube 2018 vorgestellt. Und das war auch ungefähr die Zeit, als wir angefangen haben, auch so ein bisschen 2017, 2018. Ich glaube 2018 bei den Fusion Days von Milch und Zucker haben wir das erste Mal vorgestellt, dass man da drin arbeitet, quasi Stellenanzeigen generativ erzeugen zu können, die Texte. Und da ist diese Forschung auch wirklich erst losgegangen. Also da gibt es so verschiedene Methoden, die da eingeflossen sind oder veröffentlicht worden, sagen wir es so. Also 2017 ist dieses Attention-Modell oder die Methode vorgestellt worden mit Self-Attention. Das heißt, das hat man Methoden entwickelt, dass eine KI nicht nur ratet, welches Wort kommt als nächstes, sondern halt auch, wie weiter auseinanderliegende Wörter zusammenhängen und wie man das halt berechnen kann. Weil im Endeffekt geht es halt immer um Wahrscheinlichkeiten, ganz zum Schluss mit, wenn ich ein Wort habe, was kommt als nächstes, wenn ich darauf antworten soll als Computer. Und da hat sich, glaube ich, also da haben sich in den letzten 10 Jahren haben sich wahnsinnige Fortschritte ergeben. Einfach ganz stark dadurch getrieben, dass die Rechner schneller geworden sind. Ja gut, das ist dann die exponentielle Entwicklung von Technologie, ne? Die eigentlich immer schneller wird, immer kürzeren Zeitabständen. Daher ja auch wahrscheinlich eben deine Aussage, das wird in Zukunft deutlich schneller gehen und es geht eher um die Rechenleistung. Wie setzt ihr dann LLMs eigentlich in diesem ganzen Kontext Recruiting ein? Ihr macht ja eine ganze Menge auf der Ebene Stellenanzeigen, aber auch Skills innerhalb von Stellenanzeigen. Vielleicht kannst du ein, zwei Beispiele mal benennen. Ja, wir haben im Prinzip zwei große Beispiele da an der Stelle. Das eine ist wirklich das Erzeugen und da nutzen wir auch mit einem zusätzlichen Layer ChatGPT für das Erzeugen von Stellenanzeigen anhand von vorgegebenen Parametern, die ich bei einer Vakanz setze. Also sprich, den Titel gebe ich mit, ich gebe die Benefits mit, ich gebe die Skills, die ich erwarte, als in strukturierter Form mit. Und dann kann man daraus im Prinzip einen recht hübschen Stellenanzeigentext erzeugen, der dazu passt. Das ist die eine Variante. Also das ist sozusagen generativ, da wird wirklich was erzeugt, da habe ich hinterher eine Stellenanzeige. Und im Bereich NLU, also Natural Language Understanding, da machen wir selbsttrainierte Netze oder benutzen wir selbsttrainierte Netze, um Skills aus Stellenanzeigen wiederum zu extrahieren, um damit dann bessere Suchen zu haben, bei unserer Jobbörse, bei Jobstairs zum Beispiel, oder aber auch Statistiken zu liefern für Unternehmen, mit welche Anforderungen werden denn eigentlich über alles im Unternehmen am häufigsten gesucht? Weil das sind ja Sachen, die ganz oft einfach als Information, als Volltext in den Stellenanzeigen drinstecken. Nicht jeder hat
für jede Stellenanzeige ein voll strukturiertes Anforderungsprofil, sondern oftmals steht es halt im Volltext drin, und das kann man halt mit Hilfe von NLU oder von KI dann halt aus diesen Stellenanzeigen extrahieren und natürlich auch aufbereiten. Und das sind so die beiden Anforderungen. Und was ergeben sich daraus dann für Erkenntnisse, für Use Cases, für Arbeitgeber? Also zum einen natürlich erstmal, wen suche ich überhaupt genau? Ne, aus einer Vogelperspektive auch mal, also nicht nur die einzelne Stellenanzeige. Und ich kann Kandidaten viel gerichteter dann darauf hin, wenn ich Lebensläufe habe oder sowas wie ein Job-Abo, wo man sagt, ich interessiere mich da und da und dafür, viel zielgerichteter dann halt dann auch Stellenanzeigen wiederum ausspielen kann. Was ich sonst halt meistens nur nach so ein paar Suchparametern mache mit im Bereich IT in der Region XY und als Berufseinsteiger. Wenn ich aber ziemlich genau sage, ich will oder ich habe in der Uni Data Science gemacht, ich habe zusätzlich einen agilen, bin Agile Manager oder sowas, dann kann ich halt daraufhin viel zielgerichteter die Stellenanzeigen raussuchen. Das ist dann natürlich auch so, dass ihr ja wahrscheinlich Entwicklungen ablesen könnt. Ne? Also Jobstairs betreibt er ja schon seit weit über 20 Jahren, und wahrscheinlich kann man anhand dieser Analyse auch sehen, wie sich Skills überhaupt verändern. Also wir wissen ja eigentlich, dass heute Berufsbilder existent sind, die vielleicht ganz andere Skill-Anforderungen haben als noch vor 5 Jahren. Genau. Ist das so absehbar dadurch? Das ist tatsächlich dadurch absehbar, und das ist auch was, wo wir versuchen, so dran zu arbeiten, dass wir das noch ein bisschen besser aufbereiten. Im Moment haben wir das sehr als Rohdaten vorliegen, aber Beispiel sowas wie DevOps oder sowas, als einfaches Beispiel, das ist vor 7 Jahren überhaupt noch nicht vorgekommen in den Stellenanzeigen, sondern da war dann immer von Systemadministratoren oder Ähnlichem die Rede, und seit ein paar Jahren geht der eine Begriff komplett zurück und der andere steigt an. Und aufgrund dessen kann man dann halt auch ganz gut sehen, was wird da draußen am Markt eigentlich gesucht. Da habe ich übrigens ganz, ganz nettes Beispiel gerade auf einer Konferenz gehört. Eine Universität in den USA, das ist eine Fernuni, die machen das tatsächlich sehr systematisch. 2x im Jahr scannen die Millionen von Stellenanzeigen und ziehen da die Skills raus, um dann ihre Curriculums, ist das die Mehrzahl eigentlich? Curricula, glaube ich. Curricula, ich bin nicht Lateiner, muss ich sagen. Curricula anzupassen, auch tatsächlich auf das, was am Markt da gefordert wird. Und dann das Ganze mit Verified Credential, mit so kleinen Micro-Batches oder mit so kleinen Batches dann halt auch zu versehen, wenn ich da einen Kurs gemacht habe, um zu beweisen, dass ich das auch wirklich gelernt habe. Aber das ist halt wirklich so ein Feedback-System im Grunde genommen. Ich gucke, was wird am Markt gebraucht, und verändere aufgrund dessen meine Vorlesung. Das finde ich sehr spannend. Das finde ich aus einer deutschen Perspektive recht revolutionär. Ne? Also das ist ja dann eine Uni, die nicht für die Lehre, sondern tatsächlich fürs Leben ausbildet, für den Job danach. Ja. Ne? Wobei das, glaube ich, so ein bisschen auch die Besonderheit von so einer Fernuni ist. Das ist ja. Die University of Phoenix. Die ist im Prinzip ist eine Fernuni. Ja. Kannst du vielleicht nochmal ein bisschen was zum Trainieren von solchen Sprachmodellen sagen, weil ich lese das immer so als Laie, ja, dann wird die LLM trainiert, kann ich mir immer gar nichts drunter vorstellen. Also wie läuft das? Also muss man sich, glaube ich, erstmal irgendwie muss man so ein bisschen so ein Modell entwickeln, wie man Sprache mathematisch darstellen kann. Also man zerlegt so einen Satz. Erstmal kann man den in einzelne Worte legen, zerlegen in sogenannte Tokens. Das kann ich aber auch kleiner machen in sogenannte N-Grams, also in 2er, 4er oder 8er Buchstaben folgen. Meistens nimmt man aber jetzt zur Veranschaulichung diese Tokens, und dann baut man daraufhin oder stellt man so ein Wort als Vektor dar. Vektoren kennen wir vielleicht alle noch so ein bisschen aus der Schule. Das sind diese Dinger mit einem Pfeil dran, die in eine bestimmte Richtung zeigen. Und damit man aber nicht nur einen Vektor in eine Richtung hat, macht man das Ganze so ein bisschen mehrdimensional. Da könnte man sich sowas vorstellen im Umfeld von Beruf zum Beispiel, dass man sagt, okay, wenn es sich um einen Beruf handelt, das Wort, dann kriegt es eine 1 und sonst kriegt es eine 0.
Oder die Häufigkeit kann da drin dargestellt werden in einem anderen, in einer anderen Dimension, oder das Sentiment, also ist das positiv oder negativ zum Beispiel das Wort, und all diese Dinge gibt dann einen multidimensionalen Vektor irgendwann. Viele Dimensionen sind das, also nicht menschlich nicht mehr nachvollziehbar nachher. Aber man kann, das Schöne an den Vektoren ist, mit denen kann man die Ähnlichkeit dann nachher zwischen den Worten darstellen. Und je näher so die Pfeile sozusagen, wenn man jetzt wieder auf die zwei Dimensionen zurückgeht, desto ähnlicher ist ein Wort. Also Auszubildender und Azubi zum Beispiel, das würde so ganz nah beieinander liegen, ist nicht ganz deckungsgleich, weil es sind unterschiedliche Worte, aber fast. Und auf die Art und Weise kann ich dann, wenn ich dann den Abstand von so einem Wort habe, habe ich zum einen eine Ähnlichkeit. Dadurch kann ich, wenn ich ein Wort trainiert habe, kann ich das dann irgendwann verstehen. Und das andere, die anderen Parameter, das ist zum Beispiel diese Self-Attention, die dann einfließt. Also wenn ein Wort gleich dem anderen ist, kriegt es eine 1 oder nicht. Und all diese Vektoren schmeiße ich dann tatsächlich in ein neuronales Netzwerk und kann dann abbilden irgendwann, wie wahrscheinlich ist es, dass es nach dem Wort als nächstes das Wort kommt und was bedeutet das. Und das kann mit der Menge der Daten, das alles zusammengenommen nachher, wenn ich das trainiere, ganz Wikipedia da zum Beispiel reinschmeiße, kriege ich halt ein riesiges sogenanntes Embedding von diesen Wörtern, also eine mathematische Darstellung, und kann damit dann halt weiterarbeiten. Ist das so? Ganz bisschen hat man verstanden, was ich damit sagen wollte. Ja, ich frage mich gerade, gibt es dann eine unterschiedliche Qualität von LLMs? Weil ich vermute mal, ja, hängt doch davon ab, wie gut diese LLMs dann eigentlich trainiert werden. Es hängt ganz stark an der Datenmenge. Mhm. Also da war, glaube ich, hat dann OpenAI alle mit GPT alle überrascht. Also die ersten Modelle haben wir, ich glaube, 2019 oder sowas, auch mit 2018, 2019, als wir unsere ersten Experimente gestartet haben mit dem Erzeugen von Stellenanzeigen, haben wir mit verschiedenen Sprachmodellen gearbeitet. Man kann das Llamas zum Beispiel von Meta, kann man sich auch, das ganze Modell kann ich mir selber installieren, wenn ich ein bisschen Rechenpower habe, entweder daheim oder in der Firma. Und das ist halt noch nicht so mächtig. Also da kann ich so Sätze mit zusammenkriegen, aber keine ganzen Texte. Also da gibt es schon im Moment noch gewaltige Unterschiede. Und das merkt man ja auch so ein bisschen. Google versucht mit dem Gemini da so hinterherzukommen gerade. Wer noch gar kein großes Modell hat oder nicht so ein riesiges Modell hat, ist Apple. Also das sind schon auch qualitative Unterschiede im Moment, ganz klar. Und du hast ja eben schon mal angedeutet, dass es durchaus auch so ein bisschen Herausforderungen und Grenzen gibt bei LLMs, ne? Also die Rechenleistung hast du angesprochen. Du hast eben auch einmal gesagt, naja, unter Umweltschutzgesichtspunkten, Nachhaltigkeit vielleicht fragwürdig, das ein oder andere. Aber es gibt ja noch weitere Themen. Ich höre immer was von Halluzination. Was ist denn das eigentlich in dem Kontext? Ja, im Prinzip ist es ja wirklich immer nur die Wahrscheinlichkeit, was kommt nach dem nächsten Wort als nächstes Wort, ja, oder wie welcher Satz kommt als nächstes. Und das führt natürlich manchmal auch dazu, dass die Modelle einfach sozusagen übers Ziel hinausschießen. Das hört sich dann immer total toll an, ne? Also das funktioniert, dass da echte Sprache bei rauskommt. Der Kontext oder der Sinn aber dessen, was da kommt, ist manchmal ein bisschen zweifelhaft. Und an vielen Stellen, wenn es sich um reinen Text handelt, oder ich sage, fass mir mal diesen Text bitte kürzer zusammen, das geht alles schon echt richtig gut. Wenn ich aber frei zu einem bestimmten Thema mir was zeigen lasse, meinetwegen alles, was mit Rechnen zu tun hat, ist zum Beispiel sehr, sehr schwierig. Dann kommen da sehr, sehr seltsame Dinge manchmal raus. Die hören sich auf dem ersten Moment total plausibel an, sind aber zum Beispiel mathematisch totaler Quatsch. Mhm. Ja, also das, da wird wirklich halluziniert. Da werden Sachen erfunden, die aber durch die Wahrscheinlichkeit, dass Dinge zueinander passen an Wörtern, einfach ergeben. Wie das genau übrigens funktioniert, wissen wahrscheinlich nicht besonders viele Menschen. Also man muss auch sagen, dass man hat einfach ganz viele Methoden, die es so gibt, für diese Netze aneinander
gereiht, in Anführungsstrichen. Das war kein sehr, so wird es jedenfalls gesagt, sehr wissenschaftliches Vorgehen, sondern eher so ein, na, wir probieren mal das aus und das aus und das aus und das aus und das, was am besten funktioniert hat, das ist dann unser Modell. Das ist eigentlich für die heutige Folge, wir wollen ja nicht immer so total lang sein, vielleicht ein ganz guter Abschluss. Ich fände es ganz cool, wenn wir beim nächsten Mal über die Glaubwürdigkeit sprechen würden. Also das ganze Thema Bias fällt da vielleicht mit rein, aber auch, ne, also ChatGPT kann jetzt jedes Hänschen und Fränzchen nutzen, so auch ich, aber das, was es mir ausspuckt, ist das richtig? Ist das richtig richtig oder nur mittelrichtig oder falsch? I don't know. Also wie kann man eigentlich da halbwegs sicher sein, dass wirklich das Richtige dabei rauskommt? Das ist, glaube ich, eine ganz gute Fragestellung fürs nächste Mal, wenn du magst. Ja. Und ich glaube, da werden wir auch sogar einen Zusammenhang haben, dann so ein bisschen zu dem zum European AI Act, weil gerade wenn wir das dann transformieren auf das Thema HR, sind wir hoffentlich oder sind wir darauf angewiesen, dass es richtig ist, weil sonst haben wir da ein Problem. Genau. Ja, gut. Dann haben wir jetzt schon eine kleine Vorausschau für die dritte Folge. Ich sage jetzt erstmal danke. 20 Minuten sind rum. Wir wollen ja immer nur so einen Appetizer liefern. Hat mir wahnsinnig Spaß gemacht und immerhin weiß ich jetzt, was ein LLM ist. Danke dafür. Gerne. Bis dann. Ciao. Ciao. Das war die erste Folge Ask Ingolf. Lasst uns doch wissen, wie ihr diese Folge fandet. Könnt ihr gerne bewerten, beispielsweise bei Spotify. Aber viel wichtiger noch, sagt mir doch einfach mal Bescheid, welche Themen wir als nächstes im Kontext AI hier besprechen sollen. Meldet mir dazu einfach an saatkorn@googlemail.com oder über LinkedIn einfach mein Profil, Gero Hesse. Ich freue mich auf euer Feedback. Bis dann. Ciao.